Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil auf der Switch. Und ich muss gleich mit einem tragischen Geständnis anfangen. Und zwar ist die Folge, die jetzt gerade läuft, eigentlich, habe ich eigentlich eine Folge übersprungen. Die kann ich aber nicht wiederholen. Ich habe versucht, wiederherzustellen, aber leider ist die komplett verloren gegangen. Und da ich leider meinen Speicherstand überschrieben habe, hier ganz clevererweise, kann ich das nicht nochmal spielen. Das heißt, ihr habt jetzt einiges verpasst. Ich werde euch aber kurz erklären, was ihr verpasst habt. Und zwar wart ihr dabei, wie ich hier runtergegangen bin. Und ich habe hier drin so ein bisschen was... Mal wackelt ihre Brüste die ganze Zeit, wenn ich nach vorne gehe? Ja, ne? Na, egal. Auf jeden Fall bin ich hier runtergegangen. Und hier ist eine Schreibmaschine und eine Itembox. Kann ich Sachen reinpacken. Und hier unten findet man so ein paar Sachen. Ich habe ein bisschen Munition gefunden, Erste-Hilfe-Kasten. Es gibt ein, zwei Rätsel hier. Und zwar muss man hier so ein bisschen... Na, wie heißt das? So ein paar Rätsel lösen. Also es gibt... Einmal finde ich hier noch Disketten. Ich habe jetzt einige Disketten am Start. Ich glaube, ich habe jetzt 3 gefunden oder 2. Ich weiß gar nicht mehr. Von diesen Modisketten. Man kann auch einmal speichern, wie man sieht. Habe ich auch hier gefunden. Ein bisschen Munition dabei. Habe hier unten ein Rätsel gelöst. Und zwar ging es um Röntgenbilder, die an der Wand waren. Aber das jetzt nochmal alles zu erklären, ist blöd. Auf jeden Fall habt ihr nicht viel verpasst. Ich habe wirklich nur diese 2 Rätsel da gelöst. Und mehr ist nicht passiert. Unterwegs ein paar Zombies gekillt. So, das war's. Jetzt bin ich immer noch hier unten drin, denn ich konnte mit einem Passwort, was ich bekommen habe, dadurch, dass ich das Röntgenbild gelöst habe, habe ich ein Passwort bekommen und einen Namen, einmal John und einmal Ada. Und diese beiden konnte ich eingeben im Computer und somit konnte ich verschiedene Türen frei eröffnen, digital. So, und das war es eigentlich auch schon. Also ganz viel habt ihr nicht verpasst, aber dafür habe ich trotzdem ein bisschen gebraucht. Ärgert mich ein bisschen, dass das jetzt weg ist, aber was soll man machen? So, wir haben jetzt, muss ich mal nachladen eigentlich? Besser ist, ne? So, also, jetzt gehen wir erstmal weiter. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Ich kann euch mal die Karte zeigen. So, hier ist die Karte. Man sieht hier, dann ist eine Tür. Glaube ich noch gar nicht drin. Aber die kann man, die ist anscheinend offen. Also gehen wir da mal hin. Also man kann hier die Treppe runter. Oder man geht hier hin. Hier ist auch eine Tür. Ach, da war ich doch schon drin. Nochmal, gehen wir nochmal rein. Zeige ich euch gleich nochmal alles. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann seid ihr auch auf dem neuesten Stand. Genau, hier ist ein Zahlenschloss. Warte. Hier, glaube ich. Ja, ich habe natürlich noch keinen Code. Deswegen kann ich auch nichts eingeben. So, was gibt's hier noch? Hier ist noch ein Dia-Projektor. Kann ich leider nichts mehr anfangen. Der Film ist eingelegt. Ansehen. Wir können es mal angucken. Ich habe den schon angesehen, aber ihr könnt ihn mal mit angucken. Passt auf. Los geht's. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA39, der Cerberus, ein gefährlicher Hund. FL03 Neptun, der weiße Hai, ganz stark, mit Laser auf dem Kopf. MA21, der Hunter, der ist wirklich nervig. T00 Tyrant, den sind wir noch nicht begegnet, aber man kennt ihn ja. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. So. 83417062. Also der Code ist es definitiv nicht. Den habe ich. Oh, warte mal. Den habe ich schon eingegeben, der ist zu lang. Es muss, glaube ich, was Vierstelliges sein, weil nach 4 Zahlen hört das auf. Genau, hier war nichts mehr. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwie eine Waffe gefunden, hier Munition gefunden. Mehr kann man hier nicht machen, aber wenn man sieht, ist hier ein Raum. Da kommen wir aber nicht rein. Denn ich behaupte mal, hier hinten, diese Geheimtür geht erst auf, wenn man den Code eingegeben hat. Was ist denn hier? Was blinkt denn da so? Sicherheitsprotokolle. Heliport für die Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers, der Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden beim Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug, in Notfällen wird der Aufzug angehalten. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung und sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Irving. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross oder A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Da haben wir schon wieder Wesker. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusive Ausgabe in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primären Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabe, Terminals, Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechnung vorbehalten. Entwicklung des Tyrant nach Verabreichung des T-Virus nicht weiter lesbar. Gut. Aber Wesker, habt ihr gewusst, das ist der Spaß, der natürlich auch in unserer Gruppe ist, wo wir natürlich eigentlich schon rausfiltern können, dass das ein Verräterarsch ist. Aber naja. So, wir müssen jetzt wieder nach unten. Rennen wir die Trap runter hier.
noch einige andere Wege. Geil ist, dass diese Forschungsstadt einfach total eklig und hier unhygienisch ist, oder? Überleg, dass du hier irgendwie mit Medikamenten und Virussen und alles arbeitest, aber das einfach nur total verdreckt und läuterig ist. Mein Gott, das wird es in Deutschland nicht geben. Definitiv nicht. Ich würde sofort hier das Gesundheitsamt vor der Tür stehen und sagen, oh, hallo. Stimmt doch was nicht. Der Boden ist ganz dreckig. So, gucken wir auf die Karte mal. Also hier ist nochmal ein Raum, da können wir rein und dann sind auch noch zwei Räume. Also wir gehen erstmal in den Raum rein hier. Okay, die Tür ist verschlossen. Wenn Sie den Hebel an der Seite umlegen können. Die Tür ist verschlossen. Wenn Sie die Hebel umlegen könnten, würde es sich öffnen. Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Wenn Sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Kann ich das nicht? Na gut. Gut, was gehen wir hier mal rein? Wie gesagt, ich war in einigen Türen natürlich schon drin. Nämlich in allen. Hier ist zumindest auf jeden Fall schon mal ein neues Farbband, was wir natürlich super finden. Brandmunition lassen wir kurz liegen. Vielleicht finden wir noch was anderes hier. Was ist das? Die Erfilter mitnehmen. Boah, nehmen wir mit. Die Brandmunition, die müssen wir uns merken. So, da stand so ein bisschen im Weg. Oder nur vorbei. Da liegt das. Bugs. Ansäuberungserteilung zu Händen Manager Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Verfehlung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes ist an Drittes durch den Absender ausdrücklich untersagt, nach der Lektüre dieses Faxes umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitsprotokolle wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um eine Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bitterleuchtend diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Immerhin. Ein Übungstransgerät für das... Mit einer Modus-Kette können sie das Passwort an das System übertragen. Wir haben eine Modus-Kette mit. Da, haben wir mich eingesammelt. Okay. Die Übertragung des Passwortes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Okay, wir müssen vielleicht noch mehr von den Dingern haben. Gut, der ist ja tot hier. Gut, da brauchen wir noch ein paar mehr. Ich habe aber noch keine Diskette mehr dabei. Kann ich die wieder rausnehmen, die Diskette? Habe ich gar nicht probiert, ne? Lass mal. Die Übertragung des Passwortes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Ne, geht nicht. Okay, die bleibt da drin. Okay. Was hier? Hinter dieser robusten Tür scheint etwas zu bewegen. Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Okay. Gut. So, wir nehmen die Munition auf jeden Fall mit. Und dann müssen wir, glaube ich, einmal zurück vielleicht. Wollen wir mal gucken, was das Dia-Ding war. Ach, nicht verwenden, angucken sollst du das. Da sind rote Dias drin, sie sind leer. Okay, wir gehen mal raus und dann gucken wir mal, ob wir eventuell diesen Filter einsetzen können. Natürlich beim Dia-Apparat in dem anderen Raum. Da gehen wir gleich mal hin. Hier war ja noch eine Tür. War hier noch eine Tür da? Nochmal rein. Achso, hier war das Rätsel mit den Röntgenbildern. Das kann ich euch kurz zeigen. Die müssen alphabetisch sortiert werden. Wenn man genau reinguckt, kann man die Namen sehen. A, B für Alex Becht, ne? So, und dann kommt hier C, D. Das sind immer so, die haben immer die ersten Initialen des Namens.
War jetzt nicht so schwer, deswegen. Gut, hier haben wir raus. Also das ist auf jeden Fall verkehrt. Gut, gehen wir raus. Okay, wir gehen mal hoch zu diesem... Können wir da nicht mal hingehen, zu diesem Dia-Projektor? Oder gehen wir als erstes mal hin? Das machen wir jetzt mal. So, gehen wir nochmal hoch. Irgendwie... Muss auch, wenn die leer scheint, muss damit ja irgendwas zu tun haben. Dann gehen wir da mal hoch. Ach, hier war das, ne? Ja. Geh hier mal rein. Ich weiß nicht, was man dann machen kann, aber vielleicht finden wir es ja ganz gut aus. Schau mal. Hier ist da. Werbematerial zu bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA-39 Cerberus. Okay. Mal das gleiche. Neptun. Hunter. Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Ah, okay. 8462. Gut. Ich behaupte mal, wir müssen das hier in diesen Terminal eingeben. So. 8462. 8462. Schau einer an. So. Liegt was? Laborschlüssel mitnehmen, klar. Oh, hier sind noch ein paar. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen? Klar. Gucken wir uns Kenneths Film an. Ja, denen ging's nicht so gut. Gut. Noch mehr? Nein. Irgendwas? Ne, ich glaube, mehr ist hier nicht, ne? Oh, was ist denn hier? Ne, da haben wir einen Schlüssel, haben wir. Das wird der Schlüssel sein für die anderen Laborsachen. Gehen wir da raus. Also wir gehen einmal kurz runter zum zu unserer Box. Eine Box. Weil ich glaube einfach, dass wir Pech haben könnten, dass wir gleich vielleicht irgendwie angegriffen werden oder irgendwas anderes. Das wollen wir natürlich nicht. Und ist ja gleich hier die Box, deswegen ist es nicht so wild. Ist ja auch nicht so weit weg. Perfekt, würde ich sagen. Gut, pass auf, wir packen hier ein paar Sachen rein. Pass auf, wir machen die Brandmunition definitiv rein. So, speichern tun wir gleich noch einmal. Aber ich finde eigentlich, dass man hier... Wir hatten ja noch mehr von diesen Disketten. Wie viele Disketten haben wir denn davon? Oder ist noch eine Modi-Diskette, die nehmen wir mit. Das ist noch eine Modi-Diskette. Kann man zwei aufeinander stapeln? Kann man natürlich nicht. Gut, dann lassen wir irgendwas hier. Also wir lassen ja eh gleich hier dieses Band hier, also pass auf. Sprechen wir einmal. Ja, verwenden wir. Sprechen wir mal unten. Falls mal wieder eine Aufrechnung scheitern sollte, kann ich es immer noch mal nachdrehen. Aber wir hoffen mal, dass es nicht passiert. So. Gut, jetzt bin ich hier reingehen. Das Band da wieder rein, das Farbband. Was hier lassen. Die Waffe hier lassen, oder? Weil im Endeffekt brauchen wir die jetzt erstmal nicht. So. Dann haben wir schon Platz. Dann können wir die zweite Modi-Diskette nämlich auch mitnehmen. Weiß nicht, für die wir das unbedingt gleich brauchen. Aber sicher ist sicher. Granatwerfer ist ein Ding drin. Wir haben mal Brandsätze hier und wir haben noch mehr von diesen Brandsätzen. Ne, da. Magnum-Munition haben wir auch.
Wandsätze, okay. Wir haben noch ein bisschen Munition da. Probieren haben wir dabei. Speich erstmal. Nachladen. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder hier rein. Muss ja irgendwie weitergehen. So. Müssen wir wieder nach unten, glaube ich. Denn jetzt haben wir den Schlüssel, um die unteren Türen zu öffnen. Das werden wir auch tun. So, hier habe ich eigentlich schon ein paar Zombies gekillt. Kann natürlich sein, dass noch ein, zwei da wieder aufstehen, weil ich habe die nicht alle verbrannt hier unten. So wie ihn hier. Okay. Zu wissen. Oh, oh. Das ist natürlich dumm, jetzt nochmal zweimal auf ihn zu schießen. Den Munition verbraten. Na egal. Gut, also wir müssen auch kurz gucken, welche Türen das waren. Ich will in die falsche reingehen. Okay, wir müssen nach unten laufen. Das sind zwei Türen. Genau, wir gehen doch erstmal in den mittleren Raum rein. Wir haben den Schlüssel, den wir brauchen. Oh, kann ich den auch machen? Ja, ne? Wir brauchen diesen. Dann schmeißen wir weg, den Scheißschlüssel. Sehr gut. Wir gehen trotzdem erstmal hier rein, weil es die Mitte ist. Der andere führt wahrscheinlich in einen neuen Bereich. Es ist besser, erstmal hier reinzugehen. Achso, ich kann nicht schieben. Okay. Perfekt. Noch mehr erstmal einsammeln kann? Nee. Ach, da kann man raufklettern, okay. Stimmt, da ist ein Lüftungsschacht, da klappen wir mal rein. Oh. Widerliches Viech. Oh nein. Oh nein. Oder schnell was essen. Beziehungsweise. Alter Schwede. Haut doch ein bisschen hart zu, das Viech, oder? Oh, ich verballe auch gleich meine ganze Munition hier, da. Ah, die waren eklig. Oh. Hä? Hier bin ich rausgekommen, ne? Ist das ein zweiter Reihe? Hier sind weitere Leute geschafft. Was ist das hier? Festgerostet und bewegt sich nicht. Und was hier? Wie kommen diese ekligen Operationsfehler an hier? Hä? Ah, guck mal, da kann ich auch nach oben rauf. Okay. Diverse chirurgische Instrumente. Okay. Jetzt klemmen wir hier oben rein. Kann auch rein durchgehen? Ja. Hier runter? Ja. Da liegt was. Okay, Batteriepack. Ein Übertragungsgerät für Pass. Ah, cool. Okay. Können wir machen? Haben noch eine Moduskette dabei. Okay. Gut. Ja, ja, haben wir schon, haben wir schon. Hier auch wieder schieben. Okay. Auch wieder raus. Okay, weil ich gucke mal erstmal den Raum nochmal an. Wenn wir es übersehen haben hier. Und auch hoch. Eieieiei.
Na gut. Hier ist nicht mehr. Hier kann man wieder in zwei Sachen reingehen. Einmal hier hoch. Hier oder hier raus. Kann man hier rausgehen? Oh ja. Okay. Na? Oh. Ich will irgendwelche Gegner. Geht das schon. Ach so. Ha. Lustig, hier sind wir rausgekommen. Das ist ja lustig. Hä? Hab ich jetzt komplett? Hab ich jetzt irgendwie komplett verwehrt. Hä? Ach so, das ist ja... Quatsch jetzt. Das habe ich jetzt gar nicht erkannt, so. Na gut, gehen wir auf hier. Okay. Gut. Die Tür konnten wir ja nicht. Da sind wir gerade eben durchgegangen. Dann gehen wir jetzt mal durch diesen Raum hier oben. Jetzt ist er, glaube ich, hingekommen, oder nicht? Hä? Ich kann nicht. Warte mal. Wollen wir gehen mal zurück? Hier rein? Und dann hier durch? Cool, jetzt sind wir in diesem Raum. Hier müssen wir runter einmal. Warte mal. Aber hier kann man auch noch längs gehen, okay. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Mach ich den gerade verkehrt? Achso, okay. Ich glaube, dann habe ich alles erforscht hier, ne? Gut, mehr geht's hier nicht. Okay, ein bisschen labyrinthmäßig, dann können wir auch wieder rausgehen. Dann nehmen wir die andere Tür, die wir aufgeschlossen haben. Ich muss ja nicht nachladen? Ich weiß es gar nicht. Komm, bleib mal. Schräg. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass es... dachte, da passiert noch irgendwas drin. Aber wenn wir nicht. Hier mal rein. Karte gucken. Ah, okay. Da waren wir noch nicht. Festgerostet. Okay. Eine Tür? Da können wir rein. Okay. Gehen wir doch mal rein. Perfekt. Ah, guck mal hier. Oh, guck mal, was hier alles liegt. So. Erstmal alles mit hier. Alles klar. Nein. Die Munition nehmen wir noch mit. Ja, aber so Farbe hast du. Und zwei liegen hier drüben. Müssen wir drüber gehen. Aber. Cool, jetzt haben wir schon wieder ein paar Farbe. Das ist natürlich gut. Eine erste Hilfespray nehmen wir noch mit. Weil daher die Kiste packen. Die Schreibmaschine. Ist hier noch mehr drin? Nee. Gut, packen wir es hier rein. So, also. Ah, ne, wir wollten erst speichern. Ne, wir fangen erst. Wir speichern erst. So. So, wir speichern einmal. Und das war's dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem noch gefallen. Selbst wenn wir jetzt eine Sache übersprungen haben, so ist es halt. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.